Ja, Schaumwein. Also im Prinzip muss man erstmal unterscheiden zwischen Sekt und Sekko. Beim Sekt haben wir einen Grundwein vorher, der dann nochmal in eine zweite Gärung geht. Dabei wird ihm im Prinzip nochmal Zucker zum Wein dazugegeben und nochmal eine stärkere Sekthefe, die mit diesen hohen, schon vorhandenen Alkoholkonzentrationen trotzdem zurechtkommt. Und der Wein geht quasi in eine zweite Gärung rein. Ja, da gibt es dann nochmal zwei unterschiedliche Methoden. Das eine ist die klassische Flaschengärung. Da wird dieser Zucker und die Hefe direkt in die Flasche gegeben und gärt dann in der Flasche nach. Das ist zum Beispiel ganz typisch, wird es in der Champagne gemacht und auf dieser Hefe bleibt der Wein dann für mindestens mal 12 Monate liegen und kriegt dieses schöne Buttrige, was man einfach typisch aus dem Champagner auch kennt. Auf der anderen Seite gibt es dann noch diese Tankgärung, was hauptsächlich eher große Betriebe verwenden. Da wird der Grundwein plus Hefe und Zucker in einen großen Tank gegeben und unter Druck vergoren. Und am Ende wird dann dieser Wein unter Druck in die Flasche gefüllt. Wir haben beides mal Sekt als Endprodukt. Und im Gegensatz dazu gibt es dann noch den Sekko, den viele Leute fälschlicherweise mit dem Prosecco verwenden. Der Prosecco ist ein Sekt aus Italien. Der Secco ist im Prinzip nur ein Weißwein, dem Kohlensäure hinzugegeben wurde. Deswegen hat er meistens auch keinen Korken, Sektkorken, sondern einen ganz normalen Drehverschluss, weil gar nicht so ein hoher Druck ist wie beim Sekt.